Okay, also hier ist alles da. Ich glaube, wir können anfangen mit der Operation. Ja, erstmal braucht ihr eine Spritze. Und da sind wir auch schon bei der Tierarztpraxis. Komm, Steffi, lass uns aussteigen. Ja. Hey, Katze, verdeck mir nicht das Auge. Ja, stimmt, du siehst ja zur Hälfte gar nichts, Steffi. Ja. Okay, lass uns erst mal reingehen. Mal schauen, wie lange wir warten müssen. Vielleicht sind ja auch noch viele andere da vor uns, die auch mit ihren Tieren da sind. Mhm. Oh, sieh mal, da ist ein Pferd, siehst du? Sie haben sogar die großen Tiere hier, die sie behandeln. Das ist ja toll. Ja. Oh, ist das Pferd süß. Ja, das finde ich auch. Aber meinst du, es ist auch krank? Weil wenn es hier in diesem Stall von der Klinik steht, dann muss es ja irgendwie krank sein, oder? Oder was gebrochen, aber... Naja, es steht ja. Ich glaube, gebrochen ist, glaube ich, nichts. Aber sieht man denn noch meine Flügel? Ja, die sieht man doch immer. Die sind doch so groß. Ja, wie wäre es, wenn wir die einfach unsichtbar zaubern? Okay, und warum? Weil das doch keiner wissen darf, oder? Naja, aber wie willst du die unsichtbar zaubern? Ich weiß nicht, ob du dir selber überhaupt einen Wunsch erfüllen kannst, ehrlich gesagt. Es ist doch kein Wunsch. Naja, aber du kannst dir nur Wünsche verteilen, Steffi. Hast du das vergessen? Ah ja, stimmt. Macht nichts. Lass uns erstmal reingehen. Ich glaube, es wird keinen stören, dass du hier mit Flügeln auftauchst. Ja, hoffe ich. So, Clara, du als erstes, dann Steffi und dann komm ich. Okay. Hallo, haben Sie einen Termin? Ja, wir hatten angerufen und zwar unsere Katze Clara, die haben wir in einer kleinen Box gefunden im Wald und ja, sie miaut halt ab und an, aber sie isst und sie trinkt gar nicht und wir haben uns gedacht, so nach 1,5 Tagen sollten wir sie vielleicht doch mal untersuchen lassen. Das ist gut. Gehen Sie mal bitte in den Warteraum. Okay. Oh, hoffentlich hat unsere kleine Clara nichts Schlimmes. Ja, das hoffe ich auch. Ich meine, sie sieht ja schon ganz fröhlich eigentlich aus, ne? Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Irgendwie ist das schon komisch, dass sie nichts essen will. Ja, vielleicht ist sie ja verhext. Ich glaube, dann kann uns der Arzt hier aber auch nicht wirklich helfen. Ja. Und wenn der Arzt uns nicht helfen kann, dann müssen wir halt den Fee fragen. Das stimmt. Aber erstmal schauen wir, was der Onkel Doktor sagt. Mhm. Hallo, Frau Doktor. Also unser Kätzchen, das haben wir jetzt ja schon im Wald gefunden, das will irgendwie nichts essen und nichts trinken. Und wir wissen einfach nicht, was sie hat. Aha. Also dann lasse ich sie mal untersuchen. Okay. Dann fangen Sie mal an. Was machen Sie denn als erstes mit ihr? Wir lassen sie erstmal röntgen. Okay. Ach, wie witzig. Da wird unser süßes Kätzchen echt mit so einem Wagen hier durch die Gegend gefahren. Ja. Dann schauen wir doch mal, wie es beim Kätzchen drin aussieht. Ist ja schon spannend zu sehen, wie so eine Katze von innen aussieht, ne? Ja, aber ihr müsst dann aus dem Raum rausgehen. Nicht das Assassin der Skinder, also... der das Tier von innen anguckt und nicht, dass der dann auch euch macht. Also ihr müsst draußen bleiben. Okay. Ja, kleine Katze, jetzt halt mal ruhig und dann machen wir ein Foto von dir, dann kannst du es auch sehen. So, Frau Doktor, was fehlt denn Clara jetzt? Konnten Sie was sehen auf dem Röntgenbild? Ja, sie hat einen Knochen von einer Maus verschluckt. Deswegen will sie nichts essen und trinken. Oh nein, und was machen wir da jetzt? Ich muss ihn rausoperieren. Oh mein Gott, rausoperieren? Ist das nicht gefährlich? Nein, sie braucht nur eine Spritze, dann schläft sie ein und dann holen wir den raus. Okay, können wir das jetzt sofort machen? Wenn ihr es wollt. Wenn ihr ihn noch ein paar Tage in ihr lässt, dann wird es immer schlimmer und entzündet sich.
Okay, nee, dann machen wir es lieber sofort. Das ist mir einfach zu gefährlich. Nicht, dass es Clara nachher noch schlechter geht. Ja, das würde ich auch sagen. Okay, dann hilft ja alles nichts. Dann, ja, würde ich sagen, operieren Sie lieber, Frau Doktor. Okay. So, Frau Doktor, was brauchen Sie denn noch alles? Wir brauchen ein Hörgerät, das haben Sie ja, und einen Löffel. Okay. Also, hier ist alles da. Ich glaube, wir können anfangen mit der Operation. Ja, erstmal braucht ihr eine Spritze. Jetzt geben Sie mal bitte mir. Was brauchen Sie? Das Hörgerät oder doch hier eher das Skalpell? Skalpell. Okay. Ich mache jetzt einen Schnitt und dann können wir gleich den Knochen rausholen. Oh Gott sei Dank, dann ist das Kätzchen bald wieder gesund und kann auf jeden Fall auch wieder essen, oder? Ja. Oh, da ist ja schon der Knochen. Das ging ja schnell. Ja. So, geht's? Wie lange schläft denn das Kätzchen jetzt noch? Bis wir ihm die Spritze gegeben haben mit dem Aufwachmittel. Ach so, ja, das dauert ja noch einen kleinen Moment, ne? Ja. Okay, soll ich Emma und Steffi schon wieder reinholen? Ja. Okay, ich nehme mal den Wagen, dann lege ich Clara da rein, dann kannst du dich noch ausruhen, bis sie aufwacht, okay? Da ist ja schon wieder unsere Katze. Oh ja, super. Ach Mensch, sie schläft ja noch. Ging denn alles gut? Ja, also es wurde dieser Knochen einfach entfernt. Das war jetzt echt nur so ein kurzer Eingriff von 10 Minuten. Sie hat eine ganz, ganz mini kleine Narbe, die sieht man kaum und sie wird jetzt aber noch ein paar Stündchen schlafen und sich ausruhen. Okay, sollen wir die jetzt schon einfach so mitnehmen oder soll die jetzt noch hier bleiben? Ich frage noch mal eben Onkel Doktor, aber ich denke, dass Sie sie schon wieder mitnehmen können. Und Sie können sie jetzt einfach mit nach Hause nehmen, legen sie irgendwo, wo sie in Ruhe liegen kann, weich hin und dann kann sie sich da ausschlafen, bis sie aufwacht. Und in ein paar Tagen kommen Sie einfach noch mal zur Kontrolle und gucken uns noch mal die Narbe an. Das machen wir so. Okay, super. Oh, guck mal, Steffi, der süße kleine Igel, der ist ja niedlich. Ja, der ist echt niedlich, aber Der muss ja auch irgendwie krank sein, ne? Sonst wäre der ja nicht hier in dem Gehege. was hat der? Ach, egal, das interessiert uns ja nicht. Wollen wir jetzt die kleine Clara holen? Stimmt, der Igel wird ja, ist ja hier in guten Händen bei der Ärztin, ne? Die versorgt den ja. Lass uns erstmal um Clara kümmern, die muss jetzt ja erstmal wieder gesund werden. Außerdem liegt sie jetzt gerade allein im Auto. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal nach Hause fahren. Ja. So, auf geht's nach Hause, Steffi. Boah, ich habe auch richtig Hunger mittlerweile. Ja, soll ich dann gleich das Essen kochen? Ist eine gute Idee. Lass uns auf jeden Fall jetzt losfahren. Wir kochen was zu essen, dann kann Clara erstmal noch schlafen und dann mal gucken, was der Abend uns noch so bringt. Mhm.